Es passierte während der Massenproteste gegen das umstrittene Auslieferungsgesetz in Hongkong. Obwohl am Sonntag nach Angaben der Veranstalter 2 Millionen Menschen gegen die Pläne der Regierung auf die Straße gingen, blieben die Demonstrationen friedlich. Und nicht nur das, die Menschen zeigten sich überaus diszipliniert. Als ein Krankenwagen zu Demonstranten fahren musste, die wegen der Hitze zusammengebrochen waren, bildeten die Menschen eine Rettungsgasse. Dort, wo der Wagen die Demonstranten passiert hatte, schloss sich die Gasse wieder. Und das, ohne dass irgendwelche Ordnungskräfte zu sehen waren. Es sah fast nach so etwas wie einer magischen Hand aus, die für Ordnung sorgte. In den sozialen Netzwerken wurden diese Aufnahmen ausgiebig geteilt und voller Bewunderung kommentiert.